Guten Morgen, Leute. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin gerade im Wat Khao Chong. Das befindet sich auf dem Weg quasi hoch nach Kanchanaburi. Ich gebe die Koordinaten in der Beschreibung wieder. Und ist ein sehr schönes Wat. Das liegt direkt an der Strecke, die ich heute fahre. Denn ich starte heute gerade auf Tour. Erster Anlaufpunkt, Übernachtung in Nakhon Sawan, 400 Kilometer von Hua Hin aus, und altbewährte Strecke, die ich hier hochfahre. Die geht recht zügig. Bin gut unterwegs, morgens um 6 wieder losgefahren. Wie ihr vielleicht sehen könnt, Wetter vom Feinsten. Und jetzt schauen wir uns mal das Wat an, an dem ich auch noch nicht gewesen bin. Sehr schöne Blüten an dem Baum. Die sind auch echt. Ja, es ist schon wieder etwas über 2 Monate, dass ich auf letzter Tour war. Und es war einfach so dieses Jahr, dass... Wo kann man das sehen? Es war einfach so dieses Jahr, dass die Regenzeit mit fortschreitender Zeit, also als es dann in, ab Mitte August kann man sagen, und in September reinging, immer heftiger wurde, weniger in Hua Hin, aber
fast überall anderswo. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, dass es heftige Überschwemmungen gab überall. Fast überall in Thailand. Außer in Hua Hin. Na du? Und deswegen war einfach war's nichts mit Touren. So gar nicht gewollt hätte. Aber jetzt hoffe ich, dass eine Wetteränderung eingetreten ist. Sieht also ganz danach aus. Es besteht noch Restrisiko von Schauern mal hier und da. Ich hoffe, dass ich das richtig interpretiere, denn diese ganzen sogenannten Wettervorhersagen, die werden immer schlechter, habe ich den Eindruck. Kann man fast knicken. Aber die Tendenz zeigt doch, dass es besser wird jetzt. Also heute scheint es mal, bis jetzt zumindest, überhaupt kein Problem zu sein, das blaue Himmel. Ja, mein Ziel heute Nakhon Sawan mache ich mittlerweile gerne. Früher auch vorwiegend in Kanchanaburi das erste Etappenziel gehabt. Aber die Strecke, die ich da mittlerweile herausgefunden habe, nach einigen Versuchen, die ist gut, schön zu fahren und kommt relativ zügig voran. Und sind zwar 400 Kilometer, aber dann ist man halt schon quasi fast im Norden. Das gleich am ersten Tag. Von daher mache ich das jetzt öfter so. Ist wie immer bei mir, sag mal, Open End. Ah, es ist nicht so gut gegen die Sonne, aber gut. Open End. Ah, jetzt mal maximal 2 Wochen. Heute ist der 16. Oktober. Also bin ich gegen Ende Oktober wieder zurück. Wenn es so läuft, wie ich mir das erhoffe, vom Wetter her und allem. Und werde dann, wo ich Lust und Laune habe, bereits wieder ab Mitte November nochmal nach Norden starten, weil dann kommt die ganz gute Zeit. So von Mitte November bis Mitte Januar ist es da oben genial. Klare Luft und sicher gutes Wetter. Also sicher, da braucht man sich fast keine Sorgen mehr machen ums Wetter in der Jahreszeit. Ja. Dann wollen wir mal weiter.
Das ist das PA Place Hotel in Nakhon Sawan. Ja, hallo Leute, ich bin an meinem Ziel angekommen, kurz vor 12:30. War heute durchweg bestes Wetter. Tja, bis es mich ereilt hat. Circa 20 Kilometer vor Nakhon Sawan kam ich in einen heftigen Schauer, musste zweimal halten. War so schlimm. Ich habe bloß nichts mehr gesehen, konnte nur noch raus, als eine Tankstelle kam. Wasser lief mir runter, bis auf die Haut nass, in den Schuhen stand das Wasser. Und musste einen Moment warten, ja, wie es so geht. War heute in der Wettervorhersage, muss ich sagen, ziemlich präzise um die Zeit. Eine Regenwahrscheinlichkeit angesagt, mit einem kurzen Schauer, aber heftig. 2 mm Regen, das war aber definitiv mehr. Ist halt so. Passiert. Aber jetzt bin ich hier angekommen, eingecheckt eben. Hier war ich schon, ich glaube, 10-mal. Und kostet 450 Baht das Zimmer. Ich zeige es euch gleich. Und dafür wirklich sehr gut. So, heute Nachmittag noch die Planung für morgen machen. Wenn alles läuft wie geplant, fahre ich morgen nach Lom Sak auf schönen Umwegen und werde da eine oder zwei Sehenswürdigkeiten auch mitnehmen. Ja, hier das Zimmer noch kurz. Sauber, nicht neu, aber auch nicht runtergekommen. Hat man alles, was man braucht, Kühlschrank sogar. Was ich immer gut finde, ist, wenn man so eine Art Schreibtisch hat, muss er doch immer Filme schneiden und machen und am Computer tun. Klimaanlage, nee, tadellos. Wie gesagt, hier war ich schon, ach, x-mal, 10-mal vielleicht, wenn es reicht. Ja, muss mich jetzt erstmal, obwohl ich bin jetzt schon fast wieder trocken, denn kaum bin ich weitergefahren, nachdem der heftige, wirklich heftige Regen aufgehört hatte. Kilometer weiter, wenn es überhaupt ein Kilometer war, war gar nichts mehr. Die Straße trocken, hier in Nakhon Sawan auch nichts. Und bin dann noch die letzten, sagen wir mal, ja, was waren es, 17, 18 Kilometer durch heiße Luft hierher gefahren und habe schon wieder gut getrocknet, wie es oft so geht. Okay, war's für heute. Freut mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Morgen geht's weiter. Die Videos kommen dann wahrscheinlich ein bisschen versetzt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und ich sage tschüss für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Snickers for Linkshander.